Moin moin Leute aus Hamburg, once again. Kurzes Cooking Video. Ich mache heute Abend einen Peanut Butter Jelly Oatmeal Cake. Man kann es auch einfach gebackene Haferflocken nennen. Oder in meinem Fall Dinkelflocken. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich dachte, ich filme einfach mal, wenn es geil wird. Stelle ich das mal bei Facebook online. Was ihr dafür braucht, ist, ihr braucht Proteinpulver. Ich habe jetzt mein Lieblings-Cinnamon, dänischer Zimtkuchen, dann ein paar Flav Drops für die Süße, Strawberry, weil da werden gleich Erdbeeren reinkommen, die hier drin sind. Schon abgewogen. Die sind jetzt noch gefroren, die werde ich gleich in die Mikrowelle tun, damit die schön matschig werden. Magerquark kommt da rein und Peanut Butter, weil Peanut Butter Jelly Time. Wer das kennt, der schreibt das jetzt in die Kommentare. Habe ich hier was von Peanut Butter Jelly Time gehört? Ja. Cool. Wollen Sie auch Peanut Butter Jelly Time? Nee. Okay. Ich habe schon so viel gefuttert. Weil ich das Video für Facebook machen wollte, mache ich jetzt nochmal schnell. Aber trotzdem, Peanut Butter Jelly Time. Wer hat das Lied, wer kennt das, reinschreiben in die Comments. So, die Sachen werden jetzt zusammengemixt und dann zeige ich euch gleich, was daraus wird. Und dann wird der Ofen schon mal angemacht. Zack, nochmal rein, was ich vergessen habe. Eggs natürlich, Eier, ein ganzes und einmal nur das Eiweiß. Das wird jetzt hier alles zusammengemixt und dann geht's los. Alright, die Ingredients sind fertig. Das heißt, alles zusammengemixt. Ist ein bisschen Licht. Das ist der Teig und die Erdbeeren habe ich jetzt schön in der Mikrowelle matschig gemacht. Und jetzt werden wir den Teig aufs Backblech legen. Der Ofen heizt schon vor. Und zwar folgendermaßen. Wir werden erstmal nur 2/3 des Teiges hier drauf machen, in Kuchenform. Dann die Erdbeeren dazwischen tun und dann nochmal oben drauf als Topping den Rest des Teiges. So, ich mache das jetzt mal. Guck ich mal, ob man das hier so ein bisschen sehen kann. So sieht das jetzt aus. Stehen wir am Licht. So, da sind die Berries drin. Und das kommt jetzt in den Ofen. 20 Minuten. Und dann gibt's Peanut Butter Jelly Time. Das angeschnitten das Ganze sieht dann das so aus. Das ist der Cake. Immer das blöde Licht hier. Ich brauche eine neue Küche. So. So sieht das Ganze von innen aus. Das sollte jetzt noch weich sein, so ein bisschen. Ich teste das jetzt mal aus. Taste Test, Konsistenz ist gut. Heute mein ranziges Gymshark Shirt an. Jetzt kommt der Taste Test. Riechen tut schon mal geil. Lecker. Sollte drin eigentlich noch ein bisschen weich sein. Also ich empfehle euch, wird mal 15 Minuten so bei 180 Grad machen. Also meinem Herd. Probiert es mal aus. Der ist noch ein bisschen weicher. Der ist jetzt schon gut durch. Probiert das Rezept aus. Habe ich bei Victor's Fitness Kitchen gesehen. Ich verlinke das hier mal. Guter Mann, richtig guter Mann. Der hat das, glaube ich, aber auch von einer anderen Dame. Ich weiß leider nicht mehr. Habe ich mir nicht selber ausgedacht, aber jetzt mal nachgemacht und probiert es auch mal aus. Und checkt den YouTube-Channel und abonniert. Lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Moin, moin aus Hamburg!